Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Video hier auf der Crew. Und heute haben wir, ja, eine sehr verrückte Idee herauszufinden, wer von uns der größere Allmann ist. Wir spielen heute Siedler von Catan in einem Live-Let's Play. Wir haben hier das Spielfeld aufgebaut. Ihr könnt uns auch immer hier von oben zugucken, wer gewinnt, wer die Nase vorn hat. Und wir haben uns heute dafür einen Special Guest ins Studio eingeladen, und zwar den Leonard. Das ist ein Freund von mir aus dem Abi-Jahrgang quasi. Und ja, du bist auch ein großer Siedler von Catan-Fan. Ich konnte bis jetzt leider nicht unter Beweis stellen, wie gut ich tatsächlich bin, aber ich denke heute... Das ist ja die richtige... Das ist das allererste Mal, dass ein Videobeweis gibt. Ich fühle mich ein bisschen machtlos hier. Die zwei sind voll die Profis. Das ist so ein bisschen so, wie als Julian das erste Mal gegen mich und meine Friends Mario Kart spielen musste. Das war auch ein bisschen unfair. Aber Julian hat sich gut gemacht und mittlerweile ist er ein ehrwürdiger Gegner und ich hoffe, eines Tages auch bei Siedler auf einem ähnlichen Level ankommt. Ich glaube, Felix' Taktik ist gerade eher so ein bisschen die Erwartungen runterzuschrauben. Ja, damit werde ich gewinnen, ist dann natürlich umso geiler. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, war es nämlich nicht so, dass er so komplett unterlegen war. Ja, yeah, du hattest einfach einen schlechten Tag. Ah ja, okay. Du hast doch gewonnen das letzte Mal. Ja, natürlich. Ja, als wir dann nochmal gespielt haben, weil ihm das Ergebnis nicht gepasst hat, dann hat er gewonnen. Ah, ja, ja. Leute, ihr merkt schon, es wird heute eine sehr heiße Diskussionsrunde hier. Ja, aber heute gibt es nur One Try. Wir wollen mal einen kurzen Einblick in Catan geben. Ich glaube, mega viele Leute kennen das Spiel. Aber nochmal eine kurze Erklärung. Das Ganze funktioniert so, wir haben hier dieses Spielfeld vor uns aufgebaut. Es gibt verschiedene Rohstofffelder und auf diesen Rohstofffeldern seht ihr hier immer Zahlen verteilt. Die Zahlen sind quasi Würfelzahlen. Wir haben zwei Würfel, die wir halt würfeln werden. Und das Ergebnis daraus, jetzt zum Beispiel eine 6, wäre dann das Feld, was in der Runde Ertrag abgibt. Und letztendlich muss man Rohstoffe sammeln, um sich immer weiter aufbauen zu können. Das heißt, man kann dann Städte bauen, man kann Wege bauen und so weiter. Und mit diesen Städten und Wegen halt Siegpunkte sammeln. Die haben wir hier aus diesem Glas. Die kann man sich dann hinlegen und wer zuerst 10 Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Direkt falsch rum hingelegt, du hast es gehört. Nee, im Endeffekt... Das war jetzt albern. Direkt falsch rum hingelegt. Und für die Almans unter euch, das ist ein Dorf und das hier ist eine Stadt. Julian hat das vielleicht falsch verwendet. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die sehr exakt sind. Ich natürlich nicht. Deswegen stört mich das gar nicht. Ich möchte nur erwähnen, dass es kein Dorf ist, sondern eine Siedlung. Oh, oh, zu lesen. Okay, okay, okay. Das ist aber okay. Okay, also wir haben die Siedlung, das ist quasi die Grundstufe und dann haben wir die Stadt. Ja, von der Siedlung bekommt man einen Rohstoff und in der Stadt bekommt man doppelte Rohstoffe. Genau, wenn man jetzt quasi hier eine Stadt hat, würde man zweimal das... wie wollen wir das jetzt nennen? Das ist Erz. Erz. Manche sagen Stein, manche sagen, wir werden es eh die ganze Zeit durcheinander würfeln. Ja, Eisen halt, ne? Eisen. Aber nicht Eulen. Ehre, das ist keine Ehre, das ist Getreide. Kommt hier nicht mit Ehre um die Ecke. Ich bin ein Ehrenmann. Das geht gar nicht. Ja, ja. Wir versuchen 10 Siegpunkte vollzukriegen und müssen halt taktisch herangehen, die besten Rohstoffe abzudecken, um halt möglichst viele davon einzusammeln. So. Gut, und man würfelt auch, wer anfängt, ne? Ja. Genau. Ja. Soll ich einfach mal anfangen hier? Ja, komm. Ich starte. So. Eine 7. Das war sehr durchschnittlich. Sehr durchschnittlich. Quasi der Erwartungswert. Oh, eine 4. Das ist einfach unterdurchschnittlich. Was soll man dazu sagen? Eine. Ist das jetzt Kippe? Eine 8. Ja, oh, das, oh, Kippen müssen uns auch noch einigen. Also, oh ja, sagen, das ist Kippe? Für mich ist das keine Kippe. Kippe ist, wenn es so gar nicht eindeutig ist. Ja, so ja. Ist es noch safe. So ist noch safe. Gut, dann fängt Felix an, denn am Anfang müssen wir, das funktioniert so, wir müssen ja erstmal Startdörfer auf unserem Feld platzieren. Das heißt, Felix fängt jetzt an, er darf sich jetzt quasi die beste Stelle heraussuchen. Die findet man so, indem man guckt, welche Felder, das sind gerade die roten, halt wahrscheinlich am häufigsten gewürfelt werden. Zum Beispiel hier die, das rote Getreide oder hier Erz in Rot mit der 6 und der 8. Das sind die Felder, die am wahrscheinlichsten gewürfelt werden, weil mit 2 Würfeln ist die Wahrscheinlichkeit, eine 6 oder eine 8 zu würfeln, sehr hoch. Ich mache einfach mal. Nicht lange quatschen hier, sondern einfach mal durchziehen. Und die Straßen darf ich auch setzen. Eine Straße darf ich da ansetzen. Genau. Ja, okay. Hast du natürlich jetzt eine gute Wahl getroffen, ne? Das wollte ich... Genau, also es gibt so zwei Komponenten. Einmal muss man versuchen, am Anfang möglichst das Feld zu finden, was halt häufig geworfen wird. Und du musst halt auch versuchen, möglichst alle Rohstoffe abzudecken. Okay, ich würde wahrscheinlich mich hierhin platzieren. Das wäre tatsächlich mein Second Favorite gewesen. Ja, das war ja klar. Jetzt ist Leo dran. Ich darf nämlich jetzt 2 Siedlungen setzen. Das ist der Vorteil des Drittlängsten. Genau, weil jetzt geht es so von der Reihenfolge so und dann wieder zurück.
Also setze ich jetzt meine erste Siedlung und die zweite Siedlung, die ich setze, von der bekomme ich dann direkt Rohstoffe. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, weil bei diesen beiden Almans, wenn ich jetzt die erste Siedlung setze, dann heißt es, du hast dir als zweites gesetzt, ich sehe es schon kommen. Wie du dich selbst nicht als Alman sieht, ne? Nein, ich finde das auch immer noch nicht positiv. Ich will schon stolz drauf sein. Ja, wir machen einfach nur Jokes, komm. Das wird heute noch hart enden. Noch ist es lustig. Bei Siedler von Katan sind schon Freundschaften auseinandergebrochen. Ich habe, glaube ich, was entdeckt. Ja, dann ich möchte hier meine erste Siedlung hinsetzen. Mhm. Die zweite Siedlung wird hier. Kleiner Pizza. Was man auch noch erwähnen darf, man kann auch Rohstoffe tauschen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier relativ gut Erz und Holz und Lehm und ein wenig Schaf. Ich habe allerdings gar kein Getreide. Da hoffe ich dann natürlich jetzt auf Julian, der ist da eine 8, ob der vielleicht mal mit Getreide tauschen möchte. Das werde ich mir gut überlegen. Ja. Die Frage ist halt, ob man jetzt eher das Feld nimmt und dann alle Rohstoffe irgendwie eine Quelle dafür hat oder ob man sagt, hey, ein Rohstoff scheiße ich drauf, den muss ich mir irgendwie ertauschen. Mhm. Und lieber ein Feld nimmt, wo eine höhere Zahl und eine bessere Zahl ist. Genau, darum geht's bei dem Spiel, hast du gut erkannt. Ja, ich will die Leute hier nur mitnehmen. Und vielleicht okay. Ja, das verstehst du? Mhm. So, normalerweise würde ich jetzt nicht so meine Taktiken offenbaren. Die ersten Siedlungen, die man baut, geben eigentlich auch schon direkt Siegpunkte, oder? Ja, ja, du hast jetzt einen Siegpunkt. Ich habe schon tatsächlich zwei. Also aktuell liegt Leonard vorne. Ob wir das noch aufholen können, das ist hier die Frage. Entweder das oder das. Also das fünf. Brauchst du nur noch in Rohstoffen. Ja. Du hast noch Erz und... Genau. Das ist halt die Frage. Das ist etwas besser vom, von den Leben. Werten. Hast du aber kein Leben, ne? Ja, ja. Oh, oh. Nee, ich komm. No risk, no fun. Nee, nee. Hm. Ich mach das nämlich anders als du. Ich setz mich direkt hier hin. Ciao. Das ist schon geschickt. Da. Jetzt gibt es nämlich noch Hefen. Ja. Genau. Und ich habe einen sehr starken Lehmaufschwung hier mit meiner 6 an dem Lehm. Und dann denke ich mir, dass ich halt die fehlenden Rohstoffe eventuell einfach ertauschen kann, ohne mit den beiden da handeln das zu müssen. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass die schwer zum Mithandeln sind. Also die haben schon hohe Ansprüche, die so, ja. Ist doch ein Punkt, oder? Ja, ich krieg einen Punkt, genau. Die wollen zweiten. Ja, ich krieg auch noch meine Rohstoffe von Felix auch noch. Also das ist jetzt ein bisschen spät, Julian. Also das ach, ist komm jetzt. Mal, da kann man noch sagen, ja, Julian, das ist halt... Ich krieg von der letzten... Achso, warte, Erz, 1... Wir spielen auch mit offengelegten Rohstoffen, damit ihr immer sehen könnt, was wir haben. Normalerweise würde man die eher zudecken. Aber ich denke mal, das ist ganz cool, da könnt ihr auch mitfiebern und für uns ist nochmal eine weitere Komponente, strategisch zu schauen, wer sowas hat. Wer fängt jetzt an? Du. Felix. Felix. Ja, ich fange jetzt an. Gut. Ich würfel jetzt einfach mal und genau, schauen wir mal, was sich da so tut. Ja, hau raus. Eine 9. Eine 9. So, 9 ist dieses Feld und es müssen... dieses Feld. Also zweimal Holz. Genau. Einmal für mich und einmal für dich. Okay, dann geht's weiter. Eine 8. Das einmal da gibt es hier hinten genau, die beiden Felder. Und da gibt es noch ein Getreide. So, jetzt kann ich mir überlegen, ich habe jetzt jeden Rohstoff, den es gibt. Das heißt, eigentlich müsste ich ganz du kannst eine Siedlung bauen, aber da du noch keine Straße gebaut hast, kannst du doch keine Siedlung bauen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das am Anfang gesagt hast. Zwischen einer Siedlung und einer anderen Siedlung müssen immer zwei Straßen liegen. Also genau. Du genau. Keine Siedlung bauen. Ja, ja, genau. Ich müsste jetzt erstmal eine Straße bauen, damit ich da zum Beispiel eine Siedlung bauen kann. Deswegen genau, habe ich mich so geärgert, dass der Leo da hingebaut hat, ja. Weil da wollte ich natürlich ein... Und ja. Hier kann ich auch nicht sein, weil das ist halt zu nah. Da kann ich dir hier auch ein Lied von singen. Also ich habe hier ja auch sowas vorgehabt. Nein. Okay, ich baue eine Straße. Mhm. Da ein. Oh, das wird ja spannend da. Okay, weiter geht's, ja. Oh, eine 9. Eine 9. Nochmal ein Holz. Nochmal Holz. Holz für euch beide. Du, ich kriegst auch Holz. Das sagen wir jetzt noch netterweise dazu. Du hast 3 Holz. Möchtest du ein Schaf haben gegen Holz? Wer will denn Schaf haben gegen ein Holz? Hm? Wie, nö, mit dir rede ich nicht. Bringt dir ja nichts. Ja, was will ich mit dem Schaf gerade? Du hast halt kein Schaf. So ein Schaf ist immer cool. Stell dir vor, du hast ein Schaf. Das ist immer schön, ein Schaf zu haben. Ist auch cool für Leo, wenn er ein Holz hat, damit er ja, das stimmt schon. Okay. Ich an der Stelle würde auch nicht mittauschen. Ja, cool. Ja. Aber ich kann ja fragen. Ja, nee, das ist so richtig. Ups, nochmal. Das ging schief. Eine 6. Oh, das ist die erste 6. Hervorragend. Da kriegen wir ein bisschen Erz. Siehst du, jetzt hast du dein Leben selbst. Ja, ich kann direkt anfangen, eine Straße zu bauen, ne? Ja, genau. Mach ich auch direkt. Also hier gibt's das in die Bank zurück. Und dann platzhirsche ich mich hier mal kurz noch hin. Okay, weiter geht's. Crazy. Crazy. Es ist quasi komplett verrückt, was ich hier vorhabe. Eine 7. Also 7 haben wir noch nicht erklärt.
euch ist vielleicht aufgefallen, auf dem Spielfeld gibt es kein Feld mit einer 7. Die 7 ist aber, so von der Statistik her, die meistgewürfelte Zahl. Und wenn eine 7 gewürfelt wird, dann wird der Räuber gesetzt. Der ist hier in der Wüste in der Mitte jetzt erstmal platziert. Und ich darf den jetzt auf ein Feld setzen und dann wird auf diesem Feld kein Rohstoff mehr gezogen, solange der Räuber da steht. Für mich macht es natürlich mega Sinn, ihn hier hinzusetzen, weil es einmal Leo und Felix gleichzeitig auf einem wichtigen Feld der 6 blockiert. Und jetzt darf ich mir zusätzlich noch einen Rohstoff von euch aussuchen und ich ziehe von Leo, weil Leo ein Lehm hat und ich hoffe, dass ich das ziehe, aber es ist eine Chance von 1 zu 5. Also schauen wir mal. Er guckt schon ganz böse an. Du hättest es genauso gemacht jetzt mal im Ernst. Das ist immer so, bei Räuber ist das immer scheiße. Du trittst immer hier irgendjemand auf. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja? Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir am Arsch sind. Nee, das glaube ich nicht, oder doch? Vielleicht. Ja. Guck mal, ob ich mir ein Leben ziehe. Du siehst es ja witzig. Ist ja ganz lustig, du siehst es ja auch. Sie haben deine Display einfach so rein, so. Ja, okay. Okay. Du kannst guckst du nicht rein, hoch. Guckst du nicht rein? Nee, ich guck nicht rein. Ich guck nicht rein. Guck weg. Ich guck nicht rein. Ich guck nicht rein. Doch, hat er reingeguckt. Nein, hat er nicht. Du hast das erste Mal reingeguckt, ne? Ja, beim ersten Mal anscheinend. Aber du hast halt. Aber es war auch offensichtlich. Der gute alte Monitor. Das ist natürlich. Okay, gut. Beruhigen wir uns alle mal wieder. Ja, okay, weiter geht's. Was wolltest du nochmal gegen Schaf tauschen von 2? Oh, geile 2, das ist ja super gut. Oh, ich bin blau, das ist ja super echt. Ja. Sachen. Wolltest du nochmal aus dem Schaf tauschen? Ich wollte Holz von dir haben und den Schaf dafür geben. Das ist okay, das können wir jetzt durchziehen. Dieser Handel kommt mir ganz gelegen. Ich wollte nämlich auch dahin. Ja, das war schon. Kann ich ja jetzt schon so sagen. Oh, das ist scheiße. Das ist natürlich. Weil einer wird richtig reinkacken. Einer hat, ja. Dann ist das Spiel auch direkt gelaufen. Dann kann man dann eigentlich nach Hause gehen und aufhören. Ja, deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, dann nicht hinzugehen. Genau. Ich hab einen Notfallplan gerade. So, ich mach das einfach trotzdem. Das ist ein Notfallplan? Nee, doch. Ja, egal. Das ist so ein. Schade. Ohne das Risiko. Ohne Risiko bockt aber natürlich auch nicht. So, komm. Eine 9. Ihr kriegt wieder Holz. Holz. Okay. Lame. Eine 6. Das ist natürlich jetzt ein bisschen traurig. Ja. Aber Felix, immerhin Lehm. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich würde dir das Lehm auch tauschen, wenn du es willst. Ich würde dir ein gutes Angebot machen. Ich bin gerade bedürftig, was Lehm angeht, aber was würdest du denn für ein Angebot machen? Ich würde dir anbieten, da du sowieso an einer guten Lehmquelle sitzt, würde ich dir genau, warte, ich muss mal schauen, was ich brauche, das anbieten. 3 also Felix, ich würde dir auch das anbieten, wenn du es nicht machst. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt den Vorteil darin, diesen Deal einzugehen. Weil Julian hat halt direkt hier eine Siedlung. Es hilft dir viel und mir hilft es eigentlich gar nichts, weil Erz habe ich eh viel zu tun. Es ist ja offensichtlich, warum ich das will, aber ja, ich wollte es einfach gut machen. Felix, ich finde es gut, dass du da hart bleibst. Ja, natürlich finde er das gut. Wir müssen zusammenhalten, wir wurden ja hier gemeinsam geräubert. Genau. Okay, das ist so die andere Seite der Karma-Medaille. Da ist die 4. Oh, noch mehr Holz für mich. Na, sieh einer an. Ich krieg ein Schaf. Das mit dem Getreide nervt noch irgendwie. Ist Getreide, da kommt es gibt auch niemanden außer Julian, der Getreide hat. Stimmt, Julian ist da hinten, der hat ein ziemliches Monopol. Ja, das ist auch für dich scheiße, wenn du versuchst, dort eine Stadt zu bauen. Richtig. Ne? Ja. Das bringt dich eigentlich. Das konnte er schon vorher wissen, als er das gemacht hat. Natürlich miese Lage. Er hat sich ja aktiv dazu entschieden, diese Competition reinzugehen. Ja. Gut, ich mit so viel Holz, Alter. Felix, ich find's spannend, wie du deine Rohstoffe da hast. Ja, das du hast. Was ist das System? Ach, nee, das wird eine Siedlung da, oder? Ja, das wird eine Siedlung. Also, du hast eine Siedlung. Und der Rest ist so meine einfach, was ich so habe. Ah, okay. Eine 5. Und da krieg ich ein Leben. Okay, ich biete dir einen Tausch an. Okay. Bleib hart. Ich nehme ein Schaf von dir. Und gebe dir das Getreide? Nein, das dann vergiss es. Diese 3 Rohstoffe. Dann hat er wieder die ein Schaf von mir. Ja. Warum brauchst du denn 5 Schafe? Dann kann ich 4 zu 1 eintauschen. Das ist übrigens die Regel, man kann einfach 4 zu 1 eintauschen. Ah, dann sagt mir das doch jemand. Ja. Muss es 4 vom selben sein? Ja, es muss 4 vom selben sein. Okay, ja dann nein. Okay. Was auch noch eine Regel ist, die man noch erwähnen könnte, bei einer 7, die hatten wir ja schon. Mhm. Wenn man bei einer 7 mehr als 7 Rohstoffe hat, also 8 oder mehr, muss man die Hälfte seiner Rohstoffe abgeben. Trifft jetzt hier auf Julian zu. Auf mich also nicht. Muss jeder, also egal wer würfelt, jeder muss die Hälfte abgeben, genau, wenn mehr als 7 fällt.
Also hoffe ich jetzt natürlich auf eine 7, damit Julian da abgeben muss. Eine 8. Ciao. Da kriegt Julian sein Getreide. Auf einmal wollen sie es dann doch. Das ist 7. Jawohl. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Also 8. Hervorragend. Du musst die Hälfte abgeben, 4 abgeben. Du gibst 4 Karten ab. 4. Ich muss 4 Karten jetzt schon straight abgeben. Du darfst dir aber auch aussuchen, welche. Und Julian gibt auch 4 Karten ab. Ja. Oder? Julian hat 2, 4. Julian hat tatsächlich 10 Karten, der gibt sogar 5 ab. Ja. Okay. Aber ist ja, ja, ist traurig. Easy, ist ja eine easy choice, wie man das jetzt macht. Okay. Hervorragend. Obwohl, das, mein Leben würde ich schon gegen den Mann. Und das ist jetzt im, in der Bank. Ist jetzt habe ich so, ich habe mir gerade nicht richtig nachgedacht. Ist egal, jetzt kann ich ja erstmal anfangen, hier Deko genau, zu räubern. Genau, den Gewinn setzen. Und Julian gleich auch noch eine Karte abziehen. Es wird natürlich ein großes Fest. Am besten, du setzt auf ein Feld, wo wir beide dran sind. Rot und Blau ist aber leider nirgendwo zusammen. So, deswegen setze ich auf die 9. Damit, wenn Julian noch Getreide kriegt, du dann immer noch eventuell da ein bisschen handeln kann. Oder wenn Julian seine Handelswilligkeit verliert, man vielleicht die Chance hat, irgendwann mal eins zu ziehen oder so. Glaubst du, Julian handelt noch mit dir nach dieser Aktion? Ich würde das verstehen, er ist objektiv, der geht da vollkommen emotionslos rein. Manchmal gar nicht hinschauen, ey. Nein! Oh. Gut, ein Fünftel war auch eine miese Chance, muss man auch dazu sagen. Oh Gott. Julian ist ziemlich geplündert jetzt. Oh. Ja, ich hatte gerade noch doppelt so viele Karten. Nee, sogar eine mehr als doppelt so viel. Okay. 4. Da hast du dein Schaf, was du gebraucht hast, hä? Geil. Da ist die 5. Wenn da 5 gibt's hier nicht. Alter. Und ein Schaf für dich. Das ist gerade echt richtig spannend, ne? Das ist echt spannend. Boah, das ist gerade richtig. Oh, shit. Du brauchst das Leben. Du brauchst nur ein Weizen, ich brauch ein Leben und dann. Ist ciao. Du hast halt mit der 10 eine Chance. Ich aber ihr könnt beide durch Würfeln das nicht bekommen, ne? Doch, du kannst es nicht. Ich hab keinen. Oh, stimmt. Du könntest es nur durch 4 zu 1 bekommen, oder? Ja. Wenn du mit jemandem tauschen würdest. So. Na, 8. Dann sieh einer an Getreide. Ein Getreide. Schaf für mich. Du hast ihn schon 2 Runden gedeckt, ne? So ist es nicht. Das ist jetzt nicht so. Nein. Ich könnte einen Deal ja natürlich machen, wo ich jetzt so mir ein Getreide von dir tausche, aber da du ja Leben haben willst. Das Leben brauchst du ja auch. Brauche ich es noch. Aber nächste Runde vielleicht, Julian. Nächste Runde vielleicht. Nächste Runde ist vielleicht zu spät, das weiß vielleicht ich. Vielleicht ist es zu spät. Ja, aber. Ich würde dir auch 2 Schafe noch zusätzlich geben. Einfach um es geiler für dich zu machen. Ja, gut, dann machen wir es. Was? Das hier ist jetzt aber. Schon ein sehr geiler Deal für ihn. Das ist ein guter Deal. Das ist geskriptet, die haben das vorher abgesprochen. Ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass sie nämlich ein Leben bekommen, ist noch relativ hoch. Das Spiel kann man nicht skripten, Bro. Es geht nicht. Nee, die täuschen, dass ihr. So. In der Situation tauschen wir auf jeden Fall miteinander. Okay. Ja, falls es zu der Situation kommt. Wir haben das alles vorausgeplant. Okay, eine 6. Tada! Da schau mal eine an. Der Plan geht auf. Danke dir. Für dich ist sofort aufgegangen. Für wen es nicht aufgegangen ist, ist Leo. Aber das, das war der Gamble. Das war der Gamble. Das war der Gamble. Da muss man rechnen. Ja. So. Du musst auch, fairerweise sehen, Julian konnte mir was geben, was du mir nicht geben konntest. Das war jetzt einfach. Das Liebe. Musste leider sein. Nee, Liebe war es nicht, es war ein Rohstoff. Jetzt bin ich blank, ey. Boah, Gott sei Dank. Ja. Oh, fällt viel Anspannung von einem runter, ey. Ja. Es war gerade schon ein ziemlicher Tritt in den Arsch, wo ich alles verloren habe. Ja. Julian war schon fast beleidigt. Ja, das war schon kurz. Ich bin bei solchen Spielen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin bei solchen Spielen echt ultra, wie sagt man, so richtig passionate. Julian ist immer sehr in the game. Er ist immer richtig drin. Und was nicht und so all meine Gefühle, hängen von dem Spiel in dem Moment ab. So. Du bist dran. Ja, da kriegst du direkt ein Schaf. Das hat sich doch gelohnt für dich. Das freut mich doch alles. Und noch ein Getreide. Geil für dich. Geil. So, dann muss ich jetzt natürlich einen neuen planen. Du hast ja gesagt, du hast einen Alternativplan. Ja, der Alternativplan war echt scheiße, weil ich dachte, ich kann dann einfach hier rumbauen, aber das kann ich natürlich nicht mehr, wenn er jetzt nicht so. Ach so, steht. Ja, okay. Ja, ciao. Ja, das ist auch eine Regel. Man kann nicht durch eine Stadt seine Straße durchbauen. Das ist wie so eine Blockade. Nee. Ich bezahle ein Holz und ein Leben und baue mir einfach eine neue Straße und baue da dahin und das ist bestimmt super. Das ist bestimmt grandios. Das ist bestimmt der Wahnsinn da hinten. Danke dir. So. Das ist 12. Boah, wir hatten hier. Boah, direkt an die 12 gebaut. Julian ist so ein Pro-Gamer. Shit, ey. So der Einzige, der überhaupt so Getreide-Access hat. Und dann auch noch an der 10.
Oh. Ja, gut, aber ich baue trotzdem eine Siedlung, ist ja klar. Kann ich noch irgendwas machen? Ich überlege gerade. Du kannst nichts bauen. Du könntest tauschen mit mir, aber ich möchte nicht mit dir tauschen. Also, ich hätte gerne Holz, nur erzähl ich. Jetzt möchte er doch tauschen. Du hättest gerne Holz. Ja, du hast willst nicht zu mir, du hast halt das Selbstraumhaus. Okay, die 10. Da kommt deine 10. Da kommt das Lehm. Jawolski! Ciao. Es geht direkt gut los hier im Highlife. Im Highlife. Wahnsinn, das ist ja der Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn, Leute. Das ist der helle Wahnsinn, ja. Okay, will ich hier noch eine Action durchziehen? Nö. Ich kaufe eine Entwicklung. Entwicklungskarten sind dabei, haben wir noch nicht erklärt. Hier das sechste Stapel. Das sind so Ereigniskarten quasi. Ja. Lässt du sowas drin oder kommt was raus? Das lasse ich drin. Das ist doch real. Das ist gut. Ich sag nochmal das Kommentar. Das fucken sie auch mal ab. Du machst es absichtlich. Nein. Nein. Der kann einfach kein Deutsch. Was gegen die Position als größter Allmann spricht. Ja, genau. Also eigentlich kann ich nicht der größte Allmann sein. Weil du kein Deutsch kannst. Also kann ich auch nicht gewinnen. Du kannst aber auch nicht verlieren. Stimmt. Mhm. Eigentlich die perfekte Ausgangslage. Die nächste 8. Die nächste 8. Super. 8. Sehr gut. Ich bin dagegen. So. Ich tausche 4 Schafe ein, dann bezahle ich noch ein Lehm und ein Holz. Den tausche bis für die nächste Straße. Okay. Das war der Hintergrund. Da kommt das nächste Lehm rein. Sehr gut. Und ein Schaf für dich. Eine 5. Und da gibt's das nächste Lehm. Schafe sind echt en masse verfügbar gerade, ne? Schafe sind nichts echt mehr wert. Am Anfang, da hast du mir noch immer gerne Schafe abgenommen. Wir haben eine richtige Schafinflation hier, Leute. Na, das ist total ärgerlich. Mein Plan geht überhaupt nicht auf. Kurz überlegen. Ja, der Lehmplan, der geht gar nicht auf. Ne? Der geht überhaupt nicht auf. Die 6 fällt nicht so oft. Ja, was eigentlich übel unrealistisch ist. Die Würfel müssen getürkt sein. Ja. Und wer hat sie getürkt? Julia. Wer sonst? Weiter geht's. Oh, die 3. Hey, guck mal, jetzt geht dein Plan ab. Der geht sowas von auf. Der geht sowas von ab. Ja, jetzt. Woo! 3. Eine 7. Oh, das sieht. 7. Oh, das sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, shit, das ist ärgerlich. Die Scheiße. Das ärgert mich beide besonders. 1, 2, 3, 4. Die zählt nicht dazu. Ja, okay. Oh. Aber. Oh. Das tut weh, oder? Nö. Nicht? Leo stickt mal so richtig in die Wunde. Tut weh, oder? Tut das weh? Nee, ehrlich gesagt, ich freue mich nur darüber, jetzt hier mal irgendwo dick den Räuber anzusetzen. Ich bin jetzt so am Überlegen, wo ich den jetzt umpositioniere. Ja. Ich sehe ein ganz heißes Feld für dich. Ein ganz heißes Feld. Es gibt schon ein sehr heißes Feld. Ein sehr heißes Feld. Ganz schön heiß das Feld. Wo du uns beide so richtig ficken kannst. Richtig. Ja, durchaus, aber. Kann ich mich dann nur entscheiden. Ich muss gerade überlegen, von wem ich den gerade am liebsten ziehen würde. Bei mir ist halt die Chance, ein Schaf zu ziehen, sehr hoch. Ja, das ist ciao. Ja, egal, ich mach den trotzdem hier hin. Und ziehe dann trotzdem von Leo. Immer auf die kleinen Schwachen. Nur 2 Siedlungen. Nur 2 Siegpunkte, das ist natürlich eine ganz miese Sache. Was möchtest du ziehen? Das da. Welcher Rohstoffe soll das sein? Das Getreide ist schon mal nicht schlecht. Nicht schlecht. Damit können wir schon mal was anfangen. Nicht ganz mein Favorite, aber ist okay. Nicht ganz. Eine 12. Was hättest du gern gehabt? Ich bin gerade sehr im Bedarf von Leben, weil mein 6er-Plan nicht aufgeht. Ich will jetzt Straßen bauen, ich will vorankommen. Da ist die 6. Das Leben brauche ich trotzdem en masse. So würde ich immer noch tauschen gegen das Getreide, was du mir geklaut hast. Ja, das habe ich jetzt auch bekommen, das ist schon mal nicht schlecht. Das zweifle ich noch. Dann kommt das nächste Leben rein. Jetzt beginnt es hinten. Jetzt wird's langsam affig. Ja, ich baue mal eine Straße, Kinders, ne? Könnt ihr. Du hättest ja auch das hier stehlen können, ne? Das ist immer abfällig. Das ist ein Glücksspiel, wie ist das auf YouTube überhaupt 7. Erlaubt. Ich muss natürlich schön die Hälfte abgeben. Ciao, ciao. Hättest du mal mit mir getauscht. Ja. Kann man im Nachhinein immer easy sagen. So, 3 Schaf sind ciao. Und einen Weizen. Okay. So, und ich darf umsetzen. Ja, ich setze hier hin. Okay. Ist das okay für mich? Ja, passt. Felix hat so kurz überlegt, okay, ich sehe, ich krieg Leben, ja, passt. Ist okay. Eine 2. Ja, super, da kriege ich doch ein Schaf. Das ist immer gut, die 2. Warte. Ja, egal. Die nächste 12. Da kommt das nächste Getreide, vielleicht tauscht ihr ja bald mit mir.
Du würdest dein Erz gerade nicht eintauschen wollen, oder? Ich meine was? Erz. Kommt drauf an, gegen was. Okay, ganz uneigennützig. Du könntest, wenn du die Lehm abgeben wollen würdest, könntest du das Erz gegen zwei Lehm tauschen. Und weil du am Lehmhafen bist, kannst du ja zwei Lehm tauschen gegen Holz. Das Holz, stimmt, was du brauchst. Stimmt. Wenn Julian dir also zwei Lehm anbieten würde, ist das für dich genauso wie ein Holz. Ja, du willst ein Erz haben, ne? Ja, gut, nein, dann bringst du ja halt nichts und dann geht's jetzt weiter. Ja, dann geht's jetzt weiter. Oh, der nächste zwei. Es läuft jetzt hier mit den Schafen. Ich hätte gern dein Getreide. Beste Deal ever für dich. Ja. Ist es überhaupt nicht. Für ihn ist es viel mehr wert als Grepp. Was? Das ist ein Holz und dann baust du dir deine Siedlung. Also Felix, dazu muss man sagen, das ist das Getreide, was du mir weggezogen hast mit der Siedlung. Weißt du, ein Leben kann ich... Ich mache es aus Dankbarkeit dafür, dass du vorhin so einen uneigennützigen Tipp rausgehauen hast. Oh, das ist cool. Ja. So macht das Spiel auch viel mehr Spaß. Ja. Es geht nicht um Gewinn, es geht um Miteinander. Wir spielen alle zusammen. Es geht Spaß zu Spaß. Ja, so, ich habe jetzt hier meine Siedlung. So. Ich habe schon echt öfters gedacht, Leo sollte echt Politiker werden. Politiker? Ja, so, ja. Man braucht halt erstmal Wähler, ne? Ja. So einen kleinen Wahlkreis. Ich habe gerade verstanden, man braucht halt erstmal Wähler. Man braucht erstmal Wähler, also als Politiker. Ja, stimmt. So öffentliche Hotspots sind halt einfach nicht so das Frage. Ja. Was soll man machen? So. Neun. Zwei Holz. Eine neue Lage sahnst du richtig ab. Ne? Holz, ist geil. Dick für dich. Holz fehlt mir noch. Gut, dann nehme ich jetzt hier, tausche ich das dagegen ein Holz noch mit meinem Hafen. Mhm. Da habe ich hier nämlich alles, was ich brauche, starker um meine Zug Siedlung auf jeden Fall zu bauen. Aber der Getreidehafen ist halt... Getreide haben wir noch nicht. Ja, der Getreidehafen, also, geht das noch ab, der Getreidehafen interessiert mich weniger als der zweite Platz, stimmt, an der 6 und wenigstens ein Punkt nochmal. Ich baue eine Straße und eine Siedlung. Die Frage ist nur, wohin? Die Option? Eine 12 und eine 4 oder? Aber ein 2-2-1 Schafhafen ist es. Ein 2-2-1 Schafhafen. 2-2-1 Schafhafen? Aber hier hast du natürlich den unbezahlbaren View auf die Wüste. Also ich kann mich da zurücklehnen mit meiner 11 und meiner 3. Ich habe Ruhe. Ich habe Ruhe. Weißt du, da wird mich keine stören. Das keine ist, Rohstofflieferung wird kommen. Das ist wahr, ja. Durchaus. Ja, deswegen ist eigentlich relativ easy, wo ich hingehe. Ne? Ciao. Es gibt übrigens auch noch hier zusätzliche Siegpunkte, kann man ja auch nochmal erwähnen. Ne? Mhm. Zum Beispiel die längste Handelsstraße. Die bekommt man genau dann, wenn man mindestens 5... Habt ihr das schon erklärt? Ich glaube. Nee, aber über die habe ich gerade nachgedacht, ob ich mir das nicht... Es gibt 5... Wenn man 5 Straßen hat, die zusammenhängen, kriegt man diese Karte. Und die kriegt dann immer genau der, der die längste Handelsstraße hat. Das ist schon wirklich wichtig zu sehen. Diese Karte ist wirklich ein Schaf für uns. Und ein Getreide. Schön. Für mich auch ein Getreide, das ist ja super. Für mich auch. Unnormal. Boah, dann kaufe ich doch direkt eine Entwicklung, oder? Ja, gönn dir. Oder? Nein, wenn du das so gut findest, dann mach ich das. Nee. Ich weiß nicht, was diese Antwort ist. Ich hab nichts getan. Das ist gesunder Menschenverstand. Achso. Er ist einfach mad, weil ich diese eine Siedlung bekommen habe. Nein, das habe ich nicht letztes Mal. Ah, ja, ja. Eine 10. Du hast ja als erster die Straße gebaut. Hätte ich erst die Straße gebaut und dann sneakst du mir die weg. Also, du kriegst 2 Holzbursche. Oh, danke. Ich tausche übrigens 2 Lehm gegen ein Holz. Und ich glaube, ich kann es gerade da drin liegen lassen, weil ich kaufe mir die Straße. Jetzt fragt ihr euch, wo wird der Bursche hinbauen? Hier wird er hinbauen. Bist du sicher? Ja. Würfeln wir mal! Ist das die eigentlich eine Handelsstraße mit der Länge 3? Nein. Sondern nur 2. Wenn die hier einmal rumgehen würde, dann könntest du die so sehen. Dann würde das zusammenpassen. Okay. Eine 6. Eine 6. Ja, Felix. Das ist die 7. 6, 8. Aber das passt ja gut. Super. Frage ist natürlich, wo denn der Räuber jetzt hinkommt. Wer hat gerade gewürfelt? So, ich gebe 3 Schafe und ein Holz ab. Das ist nicht eine klare Sache. So, ich hätte natürlich jetzt eigentlich ganz gerne... Ja, Felix, ich muss schon bei dir ziehen, weil du Leben und Herz hast. Ja, okay. Ich gucke auch nicht in die Kamera. So, dann baue ich doch eine Straße. Viel Spaß damit. Danke, danke, danke. Dann bist du dran. Yeah! 7, 8. Klasse. Gönnung. Das ist eine 8, ist ja der Wahnsinn. 8 ist echt der Danke für die Wahrheit. Vielen Dank, danke. Danke. Dann kannst du auch mal was für mich würfeln. Ich gebe mir Mühe. Da, die 9, das ist doch super. Ist das nicht gut für dich? Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt eine 7 wäre eigentlich klasse, oder? Ja, das ist klasse. Ja, echt.
Das ist ja schon fantastisch. Es gibt hier bei den Entwicklungskarten eine Karte, die heißt Monopol. Die bedeutet, man kriegt alle Rohstoffe von einer Rohstoffart, von allen Mitspielern. Die ist natürlich ziemlich böse, wenn wir mit offenen Rohstoffkarten spielen. Mhm. Fällt mir gerade auf. Ja, stimmt, das stimmt. Wir hoffen mal, dass die niemand sieht und dann ist das Problem gar nicht da. Das wird sich schon von alleine fixen, dieses Problem. Gut, die Frage jetzt, was mache ich jetzt hier mit dem ganzen Bums? So, ich habe jetzt 3 Stein und 2 Getreide Die erste Stadt im Spiel. Die erste Stadt im Spiel, die Frage ist, wo kommt sie hin? Der Siegpunkt. Der Siegpunkt kommt schon zu dir. Dahin kommt sie. Jetzt habe ich quasi eine Siedlung weggenommen und kann dafür die Stadt dann da platzieren. Okay, alles klar. Da ist die nächste 7. Oh Gott! Ich wäre so ein Schau gewesen. Ich habe genau 7 Karten. Gut, na dann. Ja. Felix, es tut mir leid. Ja. Nee, ich kann es schon nachvollziehen. Das ist ja. Es geht auch irgendwo ums Gewinn. Ja, das nervt wieder. Dann ist es jetzt schon ziemlich eingeschränkt, wenn, ne? Das ist schon furchtbar fies gewesen jetzt. Von mir der Move? Na, es ist. Ja, es schadet mir schon sehr. Aber Leo hat sich halt zweimal überlegt, so jetzt geht er da vielleicht doch hin, wenn ich es nicht mache. So, es war für Leo war es halt so wirklich. Naja, ich kann nicht verstehen, dass er da reingekrischt ist jetzt. Ist schon ziemlich spät jetzt, dass ich das gemacht habe. Da fällt die 10. Na, dann bekomme ich ja doch noch Leben. Bekommt auch das. Wer hätte das gedacht? Baue ich mir direkt eine Straße, Jungs. Wenn wir gerade dabei sind. Ich habe übrigens einen dritten Siegpunkt seit 20 Minuten. Mhm. Den nehme ich einfach mal so. Ich baue die Straße hier hin. Und hol mir mal hier diese Karte ab. Danke. Genau. Also wenn jetzt jemand anderes auch eine 5. Straße baut, bleibt die Karte erstmal noch bei mir. Erst wenn er mich überholt, oder? Ganz genau. Nochmal, wir können gerade mal einen Zwischenstand machen. Felix hat jetzt 6 Punkte, das heißt, ihm fehlen noch 4 zum Gewinnen. Du hast 5, dir fehlen 5 zum Gewinnen. Genau, Leo hat 3 und ihm fehlen noch 7 zum Gewinnen. Mathe können wir. Ja. Alles klar. Du studierst Mathe, oder? Tatsächlich, ja. Und, wie ist das so? Gute Überleitung. Sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also es ist ganz anders als Schulmathe. Ist kein Vergleich. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Nee, ist halt ein anderer Lifestyle. Ne? Du hast halt so eine Vorlesung dann um 12 oder um 2. Aber diese Straße ist zum Beispiel jetzt 3 lang, ne? Ja. Nicht 4. Genau, okay. Die ist 3 lang. Richtig. Studieren. 11. Oh, das ist das erste Mal, dass das passiert. Geil! Genau. Für jeden. Jeder kriegt ein Erz. Komm, das ist doch was, ne? Ja, jeder kriegt ein Erz. Jeder kriegt. Das ist die Erzparty. Das ist doch die Erzparty. Ja. Ein Lehm, ein Getreide, ein Schaf. Wir sind gerade in einer richtig reichen Phase. Alle bauen irgendwelche Sachen. Ja, das ist gerade die richtige Gönnerphase. Jeder hilft jedem, außer Leo, der hilft mir nicht. Wie? Yeah. Okay. Oh. Hättest du gern Holz? Weißt du, gerade hat er noch den Karma-Tausch bekommen und 2 Runden später blockiert er dich. Das ist sehr schnelllebig, dieses Spiel. Vom Gutmensch zum asozialsten Ficker kann man... Ne? Wolltest du es einbinden? Ja, doch schon, durchaus. Das wäre das richtige Wort gewesen. 6. Siehste mal. Guck mal, wir kriegen Erz, Felix, wir kriegen Erz. Ja, toll, oh, ich freue mich so über dein Erz. Klasse, es bringt mir nichts. Ja, ciao. Da wird gleich die nächste Stadt established. Man muss es positiv sehen, ich habe schon 25% der nächsten Stadt zusammen. Eine 7. Ist alles safe, oder? Oh, Gott sei Dank, ja. Leben am Limit, ne? Leben am Limit. So, jetzt ist Felix befreit. Mhm. Ja, was das weiß noch nicht, vielleicht werde ich ja gleich wieder belastet. Ja, auf jeden Fall, Joel, das ist schon sein. Ja, die Frage, wo soll ich sonst. Gib mir eine andere Möglichkeit, wo ich es gut hinstellen kann, Felix. Die 8. Ja, dann blockiere ich mich hin. 2 ist sehr super effektiv, Eine super Möglichkeit, ja. Doch, durchaus. Die 5 ist sehr stark. Ja, da du die letzten beiden Male bei mir gezogen hast. Gehe ich jetzt natürlich davon aus. Gerade jetzt nicht, bei dir, Leo, ist doch klar. Oh Mann. Okay. Wer hat den Wert gegeben? Hey, das würdest du genauso machen. Du hast gerade alles liegen für eine Stadt. Natürlich ziehe ich bei dir, um dir da einen wegzusneaken. Okay, aber dafür setze ich auf die 2. Surprise, okay? Surprise. Krass. Als kleines Zeichen. Also du bist auch auf der Suche nach Karma-Punkten. Ja. Okay. Gut. Okay.
Ich weiß noch nicht ganz, wie ich den Move deuten soll. Es ist ein Kompromiss. Ich will dir halt schon die Karte ziehen, aber ich will dir kein gutes Feld. Du fickst mich halt aber mit Kondom immerhin. Ja, genau. So kannst du es empfinden. Cool, das freut mich doch. Ach, das ist doch fast genauso gut. Ja, ich freue mich, meine Lieblingszahl. Getreide. Fuck, was noch, ey. Wenn du so viel kriegst, dass du komplett die Übersicht verloren hast, wie groß die Gönnung jetzt in welchen Aspekten ist. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. So, Julian, ich hätte gerne ein Erz. Und Felix von dir auch. Ich will auch ein Erz hergeben. Hättest du gerne Getreide haben? Ich würde gerne Lehm. Ich habe leider kein Lehm. Getreide kann ich dir offen. Ja, dann würdest du mir zwei Getreide geben. Wenn du eben jetzt einen Erz tauschst, hat das jetzt überhaupt nichts gebracht. Das ist verstanden. Ja, würdest du mir einen Erz gegen zwei Getreide tauschen? Nee, das kann ich leider nicht machen. Ich könnte dir noch ein Schaf anbieten. Würdest du mir ein Schaf und ein Getreide kann ich dir. Würdest du ein Erz gegen zwei Schafe tauschen? Ja, auf jeden Fall. Würdest du auch ein Erz gegen drei Schafe tauschen? Nee. Würdest du ein Erz gegen ein Getreide und ein Holz tauschen? Auch würdest du es gegen Getreide und Schaf tauschen? Nee. Klar, dass du jetzt Nein sagst. Okay, ich mach das. Das ist okay. Ja. Das nehmen wir, was wir kriegen können. Oh, das ist ein schönes Spiel. Ja. So, okay, dann habe ich jetzt meine Stadt. Auch wenn Julian da reingesplasht ist. So. Wo baue ich die hin? Tja. Puh. Also entweder natürlich da oder natürlich. Das ist natürlich jetzt die Frage. Was hat denn mir abgeworfen bis jetzt? Weil es immer ein guter Indikator. Zack. Und da gibt es den nächsten Siegpunkt. Ist das sick. So, weiter geht's. Toppi. So, dann bist du dran. Tibbeli top. Du hast schon einen Siegpunkt zu wenig, du kriegst noch einen. Tatsache, kommt denn hier? Man wollte einfach ein bisschen unterm Radar. Sieben. Sieben, tatsächlich. Ist ja super. Hast du dir ausgedacht oder ist das ein... Also die 7 ist bei mir easy gesetzt. Die kommt auf jeden Fall... Ja, das sagt man schon so. Da wollte er verbissen und unter Radar fliegen. Nee, die 7 kommt hier auf die 8, weil die da einfach am meisten Sinn macht. Und ziehen werde ich aufgrund der verfügbaren Rohstoffe und dem, was ich so brauche, bei Julian. Oh, das sind zwei Karten. Müssen nochmal. Wieso hast du das... hast du eine Karte hinter einer anderen versteckt? Hä, nein! Du bist so dumm zu ziehen und wirfst mir das dann auch vor, ey. Ganz ehrlich, jetzt ist ja auch mal ciao. Zu zwei Karten hast du zwei hintereinander so gespielt. Hier, ich leg sie dir jetzt hier ganz schön hin. So, komm. Also so reagiert auch wirklich nur jemand, der schuldbewusst ist, ne? Du ziehst schon wieder zwei. Er ist einfach ein Trottel, das ist es. Klasse! Sehr gut, sehr fantastisch! Gut. So, hat niemand, ne? Ich meine, wir sind jetzt ja. Also, wir haben beide Stadt und drei Siedlungen. Ich fühle mich die ganze Zeit so mega behind. Ja, so, ja, das ist Quatsch, ne? Du bist genauso wie ich auch auf Start. Ja, komm, du hast ein bisschen bessere Felder, aber ansonsten. Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Klar, dass du das nicht sagen würdest. Das die drei! Und Felix. Sand. Ab. Dab, hier. Ich gönne mir mal, komm. Zwei Entwicklungen. Eine erstmal. Oh. Da bin ich für dran. Ja. 12. Die kommt immer gut rein. Da kriegt Julian zwei Getreide. Ich gebe einfach weiter und. Okay. Dann würfel ich jetzt hier erstmal und schau mal, was da passiert. Wir haben eine 4. Oh, da kriegt Julian natürlich. Gut scharf für den Holz. Felski. 4 ist natürlich echt nicht meine Zahl. So, 2 Holz kriege ich, aber das ist schon mal auch nicht schlecht. Dann kann man sicherlich was Fantastisches anstellen. Ich wechsle aber dennoch erstmal 2 Getreide ein gegen ein Lehm, um mir dann mit Hilfe dieses Lehms hier eine Siedlung zu bauen. So. Ciao. Und diese Siedlung werde ich hier platzieren. Viel Spaß. Eine 9. 9 war, glaube ich, ganz nett für alle, oder? 9 ist sehr nett, ja. Dann hole ich mir 2 Erz für 4 Schaf, wenn ich den 2-1 Hafen habe. Mhm. So, und kann ich gleich drin lassen, weil ich die gleich verkaufe hier für eine Stadt. Eine City wird hier. Okay. Da ist die 7. Tja. Klingeling. Es gab doch ein tolles Feld für mich, wo wir beide so sitzen. Ich bin so gut, ich sehe mich alles nicht. Schon 2 Ritter. Ich hole mir noch gleich die Karte. Zack. Dein Turn.
So. Eine 6. Das bedeutet Lehm. Oh, eine 6 war sehr schön. Und Erz. Erz für uns. So. Was machen wir denn damit? So. Erstmal, weil ich es einfach gerade kann bei euch zwei Straßen. Dann ist, glaube ich, erstmal ein bisschen Ruhe, was diese lange Handelsstraße-Kiste angeht. Eine 5. Oh, Rezile. Für mich und die andere 5 sind zwei Schaffis. Oh, da gibt's Erz für uns. Klingeling für mich und für dich und Dankeschön. Ich brauche auf jeden Fall eine Straße. Es wäre spannend, das live zu machen, da können wir mal so fragen. Und, wo soll ich die Straße jetzt hin? Was sie da hin? Nein, mach das nicht, hör auf. So. So. Gut. Dann würfel ich erstmal, weil das ja klar ist. Eine 9. Da gibt's hier ein Holz. Ich auch ein Holz. Holz. Und für Julian sogar. Drei Holz. 1, 2, 3. Pff, was für ein Gönner. So, als allererstes fange ich damit an, an meinem 2:1 Hafen das hier gegen den Getreide zu tauschen. Und dann nehme ich das hier alles und baue mir eine Stadt. Das hier geht schon. Langsam wird es ein bisschen kritisch, ne? Ja. Ich bin hier dick im Game und mache fett die Moves. Das ist ja der vermeintlich sickest place auf dem Board. Ja, ich habe noch überlegt, so mit dem Getreide, aber ich kann ja dann mit dem Lehm umtauschen. So, ist schon mehr wert. Gut. Und ein Siegpunkt. Weiter geht's. Ist das 8 oder wie viel? 8. Ja. 8 Stück. 8 Stück. Ja, heiliger Bimbam, was da los? Erinnerst du dich noch damals? Ja, ich bin noch nicht so gut. Die beiden ziehen mich jetzt ab. Ja, meine Taktik geht vielleicht auf mit den niedrigen Erwartungen. Das ist die 10. Oh, ist das ärgerlich. Oh, die andere 10. Oh, ist das ärgerlich. Ich setze erstmal den Ritter dahin. Ich möchte gerne einmal von dir ziehen. Okay. Yay, noch mehr Holz. Okay. So, dafür nehme ich einen Stein. Komm, 13 hat er mir nicht angeboten, ne? Nee. Hätte ich auch nicht gemacht. 13 ist schon wieder ein zu krasser Value für den anderen. Eine 8. 8 war, glaube ich, ganz gut für mich und für dich auch und für uns beide. Okay, ich baue auf jeden Fall hier eine Siedlung. Zack, 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 zack. Dann gibt es hier einen Siegpunkt. Hey, ich habe jetzt auch 6. Nee, ich habe mal einen nicht genommen. Ah. Wollte wohl jemand unterm Radar fliegen? Tja. Ich würde die tauschen gegen 2 Getreide. Hast du Bock? Hast du Bock, Julian? Ein Getreide für 3 würde ich machen. Merkst du selbst, ne? Zwei Getreide für 3. Merkst du selbst, ne? 3 Schaf gegen 2 Getreide. Nee, ich bin auch... Bitte? 3 Schaf gegen 2 Getreide. Nein. 2 gegen 1. 2 Schaf gegen 1 Getreide? Jo, jo. Okay. Kannst du nicht ganz fassen, dass du mir das jetzt so anbietest? Ich kaufe jetzt erstmal eine Entwicklung. So, eine 11. Oh, da gibt es hier 2 Erz. 2 Erz. Und hier, wow. Für jeden 2 Erz. Es gibt niemanden, der nicht 2 Erz bekommt. Das ist ja der Wahnsinn. Ist schon wieder irgendwie ungeil. Das ist wieder nichts Besonderes. Ich hasse so Erz. Das ist direkt die nächste Town. Erz, mein Erzfeind. Doch, so Town. Der ist ein Business. Oh, Ali. 5, wo? Ah, ich krieg das. 2 Schafi Bars. Und du kriegst auch noch dein Schaf. Oh, Alter. Das geht. Ah, ich finde schon. Okay. Erstmal die Stadt. Jetzt macht ihr hier erstmal die dicken Moves. Erstmal die Stadt ziehen. So. Stadt wird hingeplaced hier. Denglisch on point. Ciao. Ciao. Stadt wird hingeplaced hier. Ciao. Ich setze mein Monopol ein tatsächlich für Lehm. Also es da sind wir jetzt an diesem Punkt. Ja, aber das bringt tatsächlich nicht so viel. So Holz oder so würde zum Beispiel mehr bringen. Aber ich... Ja, aber das heißt nur, dass du jetzt deine 3 Lehmkarten... Also du kriegst mich komplett beim Lehm.
dass du jetzt dein Leben Julian geben musst. Ja, genau. Wenn du noch Leben hättest. Wenn ich neues Leben bekomme, dann darf ich das schon. Nein, genau. Das ist jetzt nicht so ein dauerhafter Magnet, der jetzt ab jetzt immer alles Runde. Leben hat. Ja, genau. Es geht nur um die eine Runde. Okay, alles klar. Tut mir leid. Die Karte ist halt ultra sick, wenn du mit Fleckenkarten spielst. So ist die natürlich godlike. Ja. So, dann hole ich mir 4 Straßen. Geht das auf? Ja, geht auf. What the fuck, 4 Straßen. Warte, 1, das sind 2 Straßen. Das sind 4 Holz quasi und das sind 4 Lehm. Das sind 4 Straßen. Das muss ich noch mal. What the fuck, Alter? Und ich ziehe mit das. 6, 8. 9 Siegpunkte auf Julians Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich brauche 2 Straßen, um es wieder zurück zu sneaken. Okay. Mann, jetzt sind wir natürlich in der Grauzone mit dieser Monopolkarte. Wir haben es gerade angesprochen und uns nicht dafür entschieden, dass die Ich bin gerade komplett sprachlos, ne? Also, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Schau, Siegpunkte, wie viel hast du denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Holy shit. Jetzt wird's knapp. Ja, jetzt. Aber du kannst sie dir halt wieder zurückholen. Was solltest du auch machen? Es wird spannend. Okay. Ich hatte eigentlich andere Pläne. Jetzt muss das ich die neuen. Holz und Lehm. Und da steht auch noch der Räuber da. Was soll denn die Kacke? 9. Na klasse. 2 Holz immerhin. Was hast du jetzt alles geholt? 4 Holz. Wie soll ich denn dieses Battle gewinnen, Alter? Monopol, ich brauche eine 7 ganz dringend. Ja, ich wollte, weißt du, wenn du diese Karte liegen hast, dann wartest du immer auf den Moment, wo es sich am meisten lohnt. Und ich glaube, es hätte noch einen krasseren Moment gegeben irgendwann, aber irgendwann ist es halt zu spät. Ja. Das war, du hast 2 Siegpunkte dadurch bekommen. Ja, ich habe 2 weggenommen, verdammt. Das ist ultra krass. Das war ein guter Turnaround. Das war auf jeden Fall dein Winning. Das war der. Wir können auch jetzt aufhören und wir. So, komm schon. Oh, nur 6. Ne, 6. Unangenehmes Stück. Super, ich krieg keine Karte. Ja, Felix. Ja, danke, das soll ich jetzt ja auch machen. Wenn ich wenigstens meine Siedlung schon hätte für den 3-1 Hafen, aber ciao. Das ist ja richtig nett, ne? So. Ja, aber wie sich das auch im Spiel verändert, so, welche Rohstoffe viel sind, ne? Ja. Am Anfang war Holz richtig selten. Ja, weil du es halt viel gebraucht hast. Dann haben wir alles gebraucht zu Holz und jetzt? Am Arsch. Am Arsch! Das nicht erfahren. 6. Ich mache hier keine Berufs. Das ist ja nichts. Okay. Damit kann ich gerade effektiv nichts machen, oder? So, gar nichts. Noch eine 6, ey, what the fuck? Die Stellung hast du gekillt mit dem Move, ne? Ja, ist schon. Ja, aber Leute, jetzt mal im Ernst. Ja, es war ja gut von dir. Ja. Aber es war auch scheiße für mich. Ja. 4 Holz gegen ein Getreide. Und für ein Getreide ein Lehm und ein Erz. Okay. Die 6. nächste 6. Boah, zu viel Lehm. Wer hat hier da eigentlich hingestellt, den Räuber? Okay. Da niemand Lehm hat und niemand Lehm tauschen will. Und ich auch nur Erz habe zum Tauschen. Ja, 4 gegen 1. So sieht's wohl aus. Ja, da hätte ich Lehm ohne Ende. Ich wollte es nicht so laut sagen. Doch, du wolltest ein bisschen anstechen. Das ist schon okay. Ich hätte Lehm ohne Ende. Das ist furchtbar. Ich bin wirklich. Dann hättest du auch mal eine Straße hier gehabt, ne? Ja, ich baue jetzt hier eine Straße, baue ich jetzt hier mal. Eine brauche ich noch, ne? Also jetzt, ne, 2 brauche ich noch, um es zu bekommen. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Eine brauchst du noch. Ja, aber ich kann jetzt auch nichts mehr tauschen, ne? Weil 4 gegen 1 müssen ja 4 selbe Karten sein. Das ist ja immer dieser Nervbums hier. Gut, auf geht's. Komm. Ich spiele den Tod ins Auge, was du sagst. Eine 5. Was haben wir denn bei der 5? 1, 2, 2 Scharf. 3. 2 Scharf. Dann hole ich mir eine Straße davon und baue die hier hin. Wäre natürlich der Dick Move, wenn du Felix hast. Naja, ja, ne? Das ist auch sein Plan. Stehst ihm doch an. Siehst du? 10. Da ist das Leben. Dankeschön. Habe ich ja auch verdient. Du hast auch Leben. Ja.
Ich tausche 4 Erz gegen ein Getreide. 1, 2, 3, 4. Mhm. Und für ein Getreide, ein Schaf, ein Holz und ein Lehm baue ich eine Siedlung. So, so. Dort. Alles klar. Eine 3. So, das ist zwei Getreide der beste Move, den ich im ganzen Spiel gemacht habe. Und noch ein Getreide. Getreide. Das ist ja fantastisch. Und dann nehme ich meinen Getreidehafen und tausche gleich Getreide gegen Lehm und nutze dann 2 Lehm und 2 Holz, um 2 Straßen zu bauen. Und da hast du ja nicht. Ich verliere 2 Siegpunkte. Boah, das ist echt spannend. 5. Du bist jetzt wieder hier arschvoll mit Lehm. So, so schnell hat sich das Spiel wieder geändert. Obwohl gesagt von, oh, Julian hat jetzt gewonnen. Ja, bin ich auch rausgegangen, dass Felix da jetzt hier noch sich so aufbäumt. Naja, das aber das ist stark. Okay. Aber das kann, ist noch nicht gewonnen. Das kann er noch nach da weiter. Nein, nach da. Nein, nach da kann er noch bauen. Das Ding ist halt, Julian investiert da komplett rein. Du musst halt diese eine Straße setzen, hast du direkt 3. Ich sehe dich da schon als den. Und ich habe nach hinten Baron. Mehr Luft. Ja. Sobald Julian hier andockt, ist du bist, vorbei. Dann du bist kann der Baron im Straßenbau. Aber jetzt kriegt Julian noch den Siegpunkt. Wenn Julian halt jetzt noch einen Siegpunkt kriegt, dann hat Julian halt. Warte, wie viel steht's jetzt? Jetzt hat Julian die. Julian, jetzt kriegst du es zurück, ne? Warte, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12 zu 2, 4, 6, 8, 10. Also führt Julian mit 2, aber wenn du die baust, hast du direkt 3 und kriegst die zurück. Ja. Ich glaube, ich kriege jetzt keine 7. Eine 10. Eine 10 ist cool. 10 ist fantastisch. 10 ist fantastisch. Gibt es noch 2 Holz für mich? Dann baue ich 2 Straßen. Mhm. 2 Holz, 2 Lehm. Da und da und dann eine Siedlung. Ich kann keine Siedlung mehr bauen. Fuck! Das Spielmaterial ist leider begrenzend, deswegen ich habe jetzt keine Siedlung mehr. Das heißt, du musst erst eine Siedlung zu einer Stadt bauen. Muss erst eine Stadt bauen. Gut. Das kann ich gerade nicht, dann kaufe ich mir eine Siedlung. Oh Gott. Alter, das ist schon ultra spannend gerade. Ne? Ich habe schon richtig so ein bisschen Herzsport und so Scheiße. Spannend ist hier der Spieler. Okay. Fuck, du hast ja richtig blöd. Eine 4. Ich glaube, egal, egal wer gewinnt, es ist einfach ein geiles Spiel gewesen. Ja, auf jeden Fall. 2 Holz, nein, Mann. Gut, ich kaufe erstmal eine Straße. Ist ja klar, das ist der No-Brainer für mich, das erstmal zu machen. Mhm. Und der damit hole ich halt zurück. Ja, gönn dir. Denn die Straße kommt hier hin. Mhm. Warte. Ah. Ah, okay, ich verstehe langsam, wie das Ganze funktioniert. Ja. Aber wir haben natürlich auch nur begrenzt Straßen, ne? Aber Julian kann schon aufgrund dessen, dass er hier einen Knick drin hat, gar nicht die längere Straße bauen, aufgrund von Material. Boah. Das ist schon mal eine gute Sache für mich. Getreide, Hafen habe ich nicht, 3:1 Hafen habe ich nicht, Erzhafen habe ich nicht. Du, hast du Bock, mir ein Lehm zu geben für irgendwas von dem, was hier liegt? Ein Getreide oder ein Schaf? Ich gebe dir 2 Lehm. Ich gebe dir 2 Lehm. Ich gebe dir auch kein Einleben, aber. Nein, ist okay. Es war jetzt riskant, so weit zu gehen, weil. Okay, ich baue jetzt erstmal hier noch eine Straße. Aber gut. Damit habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 14. Das heißt, selbst wenn du beide Straßen noch verbaust, kannst du sie nicht mehr zurückholen. Das war teuer für uns beide, dass du hier aufmupfen musstest, ne? Aber gut. Das musste ich machen. Das ist gut. Dadurch ging dadurch richtig Feuer ins Spiel. Ja. Das war der spannendste Move im Spiel. Ja. Ich habe ihn ja schon als Gewinner-Move gesehen. Nein. Leo hat schon gut nachgezogen, ne? Absolut. Wir sind beide schon, also es ist jetzt noch lange nicht der Sieg. Ich tausche die gegen den Stein. Ja, es ist sick, dein scharfer Affen ist. Krass. Und ich kaufe mir eine Entwicklung. Okay. Die geht noch auf die größte Rittermacht. Oh fuck, ey, habt ihr es gelesen? Ja. Ich habe nichts gesehen. Tatsächlich. Aber was sollen wir machen? Wenn du es offen hinlegst, ist ja jetzt nicht mein Problem. Ja, aber du bist fair und sagst es ihm. Nee, das wäre echt unfair jetzt. Ja.
bringen wir hier mal noch ein bisschen Geschwindigkeit in das Spiel. Eine 4. 4 wäre mal kacke für mich und echt gut für euch. Das ist fast krass, was abgeht. Oh, Alter. Jürgen schneidet das alles zusammen. Ja, easy. Dann tausche ich 4 Schafe gegen ein Erz. Und mit 2 Erz und 2 Getreide wird daraus eine Stadt. Do it. Und die kommt auf jeden Fall. Sorry. Hier, die bleibt da liegen, das ist Atlantis. Das ist, dahin. Oh Gott. Was ist denn jetzt hier los? So. Good. Ready? Yes. Eine 11. Was war das nochmal? Hey, Stein für alle. Stein für alle. So war das. 2 Erz. Eine 6. Ha! Na, da hat sich das Herz erledigt. Boom. Ach, den hab ich noch. Alter, das ist schon hardcore gerade. So. Puh. On the rise. Jetzt wird's spannend. Ich setze mein Monopol auf Lehm. Krass. Noch ein Monopol, krass. Natürlich stark, 2 Monopole zu ziehen. Das muss ich jetzt als 4 zu 1 eintauschen, aber ist ja egal. So, dann habe ich, das hier ist quasi mein Holz. 4. So. Nehme ich. Genau. Das hier ist mein Weizen. Mhm. Okay. Das ist mein Lehm. Und das ist mein Schaf. Das, ja. So. Alles klar. Dann. Siedlung, there you go. Und der nächste Siegpunkt. 5, 6, 7, 8. Jetzt sind wir wieder gleich auf. Alle haben 8. Ja, alle. Alle haben 8. Alle haben 8. Alle. Alter, ich glaube, so ein Spiel habe ich noch nie gehabt, wo es so close ist. Ja. Ohne Spaß. Es ist eigentlich immer, dass einer voll vorne ist. Ja. Huh. Richtig gut, dass du dir die Straße gesichert hast. Ja. Das war echt wichtig, weil Jürgen so viele Städte hat. Ja. Die 6. Leben für dich, Erz für uns. Das nichts für Jürgen. Mehr. Nehmen für mich, wichtige Sache. Ich hätte richtig gerne ein Schaf und Getreide. Weißt du, was ich gerade vermute, was Leos Plan ist, soll ich es mal sagen? Ja, sag mal. Er hat jetzt wahrscheinlich einen Ritter aufgedeckt, noch einen Ritter liegen und will sich jetzt noch den dritten Ritter kaufen durch Entwicklungskarten. Dann hat er instant gewonnen. Jürgen ist so clever. Ob das mein Plan ist? Das ist sehr mein Plan. Also tauschst du nicht mit mir, dann habe ich Jürgens Plan. Eigentlich kann man gerade jetzt zu dieser Zeit niemand mehr mit irgendjemandem tauschen. Ja, ja, weil eigentlich ist so. Da weisen wir gleich drauf hin, wenn du wieder mit uns ziehst. Ja, ja, natürlich, man wird es versuchen, aber eigentlich sollte man das jetzt einfach gar nicht mehr machen. Um. Tatsächlich, ne? Aber es kann ja auch passieren, dass du dann eine Entwicklung kaufst und siehst keinen Ritter. Und ich ziehe einen Siegpunkt. Das wäre doof. Oh, das ist das Schaf. Dann tausche ich 4 gegen ein Getreide. Okay, und holst du damit eine Entwicklung? Kaufst du mir erstmal eine Entwicklung. Holy shit. Jetzt Julian. Warte. Jetzt. Regeltechnisch, ich darf die noch nicht einsetzen. Man darf. Naja, du musst noch eine Runde warten. Eine Runde warten. Also. Okay, trotzdem. Okay. Pokerface. So ein Ficker. So. Was geht ab? Das ist okay. Locker. Der Ritter ist richtig. Ist die häufigste Karte. Also ja, aber. Soll ich sie in die Kamera halten? Ganz ehrlich, tu es. Julian, okay, schauen wir. Ich halte sie in die obere Kamera. Ja. Alles ja. Okay, können wir wieder gucken? Ja. okay. Ja. Just do it, ne? 6. Yes. Da kann ich auch Moves mitziehen. Da kann ich Moves mitziehen. So. Und ein Erz noch. Okay. So. Mein erster Move wäre immer noch meine Stadt. Aber lass mich mal gerade ganz kurz überlegen. 3. Kann ich es schaffen, 2 Siegpunkte in einem Zug zu ballern? Ich habe weder einen Lehm. Hafen, noch einen. Close, du brauchst halt richtig Getreide. Ja. Mit Getreide wäre das. Kannst du einfach eine Siedlung bauen und eine. 3 Erz und dann brauche ich ja noch 2 Getreide, aber an die komme ich ja so nicht ran. Weißt du noch, wie du zu mir sagtest auf WhatsApp, das ist easy in 40 Minuten durchgespielt. Ja, ich dachte auch, das wäre easy. Ja. Aber da ist hier eine Cam ausgegangen. Internal Temperature High. Okay. Allow it to cool. Na gut, dann. Ich ziehe noch kurz den Move, okay, und dann warten wir kurz und dann machen wir weiter. Ja. Fällt dir jetzt noch? Die obere filmt nicht, die vordere. Die vordere filmt noch. Ja. So, damit kaufe ich mir erstmal meine 3 zu 1 statt. Wo ich natürlich auch 2 zu 1. Ach, du konntest noch gar nicht 3 zu 1 tauschen, Bro. Noch nicht, aber jetzt würde ich halt die bauen und dann sie benutzen. Ja, okay.
Ich könnte natürlich auch eine 2:1 Holzstadt holen. Du hattest doch gar kein Holz, oder? Das kann. Nee, habe ich nicht, aber ich könnte darauf wetten, dass ich bei der nächsten Runde dann eins. Ja, also ja, mach lieber 3. Bro, mach lieber 3:1. Ja, mach lieber 3:1. Damit ist die Kiste für mich schon gelaufen. Wenn du jetzt keinen Ritter hast und auch nicht andersweitig gewinnst, kann ich nächste Runde gewinnen. Bitte sehr. Warte, darf ich noch was machen, oder? Nee, das ist was. Man muss aber jetzt mal gerade ein bisschen überlegen dürfen, oder? Ja. Du brauchst 2 Siegpunkte. Ja, ist echt. Du hast keine Option. Du müsstest. Aber ich will eigentlich gerne noch einen Siegpunkt just because haben wollen. So, das kriege ich auch hin. Und wie kriegst du den hin? Ja, so einfach einen Stadtbau, eine Siedlung bauen. Das ist meine nächste Siedlung, Leute. Das ist dir erlaubt. Das ist einfach noch knapper, wenn ich auch 9 am Ende habe. Ja. Das ist so einfach geil. Wir können das am Ende eigentlich als unentschieden werten, weil es ist gerade echt geil. Natürlich. Ja, ja. Und let's go. Eine 5. Der Fakt, dass er jetzt schon überhaupt Sachen zieht, zeugt eigentlich davon, dass er vielleicht will er auch nur die Spannung auch halten. Wieso Spannung? Wir müssen das Serious zu Ende spielen, Jungs. Okay. 5, okay. Ja, ja, nein. Ich habe tatsächlich einen Ritter, Jungs. Ja, war doch klar. Und damals kriege ich Rittermacht. Und hab 10 Siegpunkte. 10:9:9, Alter. Ohne Scheiß. Wollen wir mal aus Flachs noch eine Runde weiterspielen? Nur weil du jetzt weißt, dass du sowas brauchst. Nee, schau, ob du auch 10 schaffst. Dann haben wir nämlich ein cleanes Unentschieden. Was für ein cleanes Unentschieden? Ich hab jetzt gewonnen. So, Felix, man muss ehrlich auch sagen, du hast angefangen zu spielen. Das heißt, jetzt ist die Runde eigentlich zu Ende. Eigentlich ist sehr clean. Ein cleaner Sieg sogar. Also, sehr clean. Ich würde auch gerne 10 Punkte machen, keine Frage, aber ich glaube, es ist so. Ja, Alter, aber. Es liegt vor mir. Ja. Ich kann das tauschen und hab die Start. Ja, und gleich würfel mal, ob du eine 7 würfelst. Aber warte mal. Warum? Felix, ja, dann werden deine Karten weg. Ich war mega im Struggle mit meinem Gewissen. Du darfst doch Lehm 2:1 tauschen, oder nicht? Du hast doch einen Lehmhafen. Du hattest irgendwie 6 Lehm am Start. Dadurch hättest du doch easy 3 Getreide ziehen. Ich hab den einfach vergessen. Du hättest doch einfach. Ich hab den einfach vergessen. Und ich war mega am Struggle. Und nein! Ich habe mir extra noch so überlegt, was für Hafen habe ich. Ich hab sie mir nochmal angeschaut und hab's einfach nicht geschafft. Ich dachte, okay, das. Der Sieg wäre mein gewesen. Kann ich sagen? Es ist. Das aber war fair. Es war, du hast es ihm schon einmal gesagt am Anfang. So ist es an deiner Stelle hätte ich es auch nicht gemacht, gerade in dem Wissen noch einen Ritter zu haben. Es war durchaus fair von dir und es war einfach dumm. Oh nein! Ja, gerade weil du es ihm schon gesagt hast vor ein paar Tagen. Das meine ich mit Katan-Anfänger. Ja. Das ist jetzt das, was mir am Ende das Genick gebrochen hat. Halt, sowas wäre einem Profi nie passiert. Scheiße. Das ist halt schon so. Aber es hat echt Spaß gemacht. Alter, es war echt super. Also wirklich, ist es dir aufgefallen? Nee, mir ist auch nicht aufgefallen. Ich saß da und ich dachte, oh, fuck. Zeig ich's jetzt, gewinne ich gleich, was will ich. Hatte nur die ganze Zeit hier geguckt wegen dem 3:1. Ja, aber ich hab da gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Aus irgendeinem Grund war mir das nicht klar, dass das noch geht. Ich war mir doch nicht sicher, ich dachte, vielleicht weißt du es und es passt nicht. Und dann bin ich dann der Obernoob, wenn ich dann. Nein, es hätte guck gepasst. Mal, so. Es hätte gepasst. Verfickte Scheiße, es hätte gepasst. Egal, Leute! Geiles Match! Good game! Alter. Oh no! Echt eine richtig knappe Nummer. Ihr könnt uns sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Sollen wir nochmal so ein Brettspiel-Let's Play durchziehen? Oder sagt ihr, eigentlich ziemlich langweilig. Aber Leute, die bis jetzt geguckt haben, wenn es wohl spannend gefunden hat. Okay, oder fragen sich, was sie mit der letzten Stunde ihrer Lebenszeit gemacht haben. Ich hoffe, es war auch spannend für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen mit einem Crewcast und übermorgen mit unserem Musikvideo. Also, bis dahin, viel Spaß und tschüss.